Und zum dritten Mal heißt es heute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley mit Upgrade Needed Episode 16. Die dritte Folge für den heutigen Tag und wir starten mit dem gewonnenen Pack, also ein kleines Silber-Pack-Opening. Schauen wir doch mal, was wir da bekommen in unserem gewonnenen Pack durch das Turnier, das wir zuvor positiv abgeschlossen haben. Pascali sagt mir erstmal nichts. Durchaus durchschnittliches Pack, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Deswegen schmeißen wir die auch einfach alle auf den Transferstapel, auf den Tauschstapel. Die Verträge und die Fitnesskarten nehmen wir natürlich in unseren Verein und der Rest wandert einfach ganz fix alles irgendwie auf den Tauschstapel, dass es rausgeht. Damit wir ein paar Coins kriegen, um uns weiterhin mit Spielern verstärken zu können. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich die Episode heute nicht mehr bringen, aber weil ihr so wundervoll aktiv wart auf meiner Seite, also auf YouTube und meine Videos geliked habt, habe ich versprochen, bei 25 Likes bis zu einem gewissen Zeitpunkt kriegen wir das noch hin und deswegen machen wir das auch. Was haben wir jetzt also vor? Wir haben das Turnier gewonnen und verbessern dadurch 4 Spieler. Zum einen, in der Innenverteidigung war es Bell, der das beste Rating bekommen hat. Bell verschwindet aus dem Team und es kommt Jungwirth von Dynamo Dresden. Florian Jungwirth, durchschnittlicher Innenverteidiger, 65. Immerhin ist jetzt kein Bronzespieler mehr in unserem Team. Als nächstes verlässt uns Vrančić, der uns in den letzten beiden Spielen doch mehr überzeugt hätte, als ich gedacht hätte. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber wir kriegen einen absolut guten Ersatz, nämlich Jelen. Und Jelen spielt sich, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, er spielt sich wirklich gut. Zafa Jelen vom FSV Frankfurt, er spielt sich richtig gut im zentralen offensiven Mittelfeld. Dazu noch Kumbela, der uns lange Zeit wahnsinnig gute Dienste erwiesen hat, verlässt unser Team. Und es kommt für Kumbela Dedic. Dedic kommt in unser Team. Vom VfL Bochum. Oh, da habe ich jetzt gerade gar nicht die Seite aufgemacht, habe ich gesehen. Und als Boni-Spieler haben wir gesagt, dachte ich mir, den Funk, den können wir loswerden. Und dafür wollen wir uns den Herrn Teuerkauf von Eintracht Braunschweig. Das ist unser Team. So schaut es jetzt aus. Da gibt es gleich noch ein bisschen Fitness, ein bisschen Vertrag, ein bisschen Moral. Wie gesagt, ganz wichtige Geschichte. Lasst eure Spieler nicht mit schlechter Moral spielen. Denn selbst die Ingame-Werte, da sieht man es richtig an, dass die schlechter werden, beziehungsweise besser mit höherer Moral. Also, sorgt immer dafür, die Karte kostet eigentlich nichts. Und ihr wechselt eh nicht eure Spieler so häufig, wie ich meine. Dass ihr zuseht, dass ihr mit voller Moral spielt. So, was machen wir? Wir gehen wieder ins Turnier Silver Tournament Achtelfinale. Und es geht natürlich, wie vorhin schon erklärt, im Achtelfinale um eine Spielerverbesserung. Und ich möchte die ganze Geschichte noch um eine Sache einschränken. Wir verbessern nur Spieler, die schon mindestens 2 Spiele gespielt haben in unserem Club. Also nach einem Spiel geht niemand direkt wieder raus. Wenn der Spieler mit dem besten Rating erst ein Spiel gemacht hat, also quasi sein erstes Spiel für uns macht, dann wird halt der zweitbeste upgraded, also downgraded. So einfach machen wir das. So können wir jeden Spieler mindestens 2-mal in Aktion sehen und uns auch vielleicht ein bisschen besser ein Urteil über ihn bilden. Wir gehen hier ins Spiel und ich muss sagen, das Spiel ging auch relativ gut los. Wir machen Druck von Anfang an. Dieses mexikanische Team, ich dachte, das könnte schwer werden. Hier mal ein bisschen Glück, behalten den Ball, legen einfach vor dem Tor quer. Ich weiß, ein kleines bisschen sweaty, aber eigentlich auch ganz gut gemacht. Brückner steht am richtigen Punkt, haut das Ding in die Maschen. 1:0 und nach 10 Minuten hat er seinen allerersten Angriff. Wir blocken den Angriff fast, aber er kommt trotzdem an den Ball, verzieht den Schuss, aber zu meinem Glück komplett. 20 Minuten gespielt, immer noch 1:0. Und das war ein Spiel, das habe ich gespielt, relativ stark konterorientiert. Ich weiß nicht warum, es haben sich immer wahnsinnig viele Räume offensiv ergeben für mich. Es liegt vielleicht an der Formation. 4-5-1 kann eine wahnsinnig starke Formation sein, aber nur wenn man dieses von mir oft angesprochene ballbesitzorientierte Spiel spielt. Das ist, man hat ein Übergewicht im Mittelfeld, aber keinen Zentraldefensiven, 2 Offensive, nur ein Zentralmittelfeldspieler. Und wenn der dann noch hohe Workrates hat, vor allem offensiv, ist es dann relativ offen, die Verteidigung, ziemlich häufig. Zumal die Außenverteidiger auch noch ziemlich weit mit aufrücken. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, in dem Spiel ziemlich häufig mit 2-3 Mann 3-2 oder 2-3 zu laufen. Und das lassen wir natürlich nicht nehmen. Hier scheitern wir im ersten Versuch, kriegen den Ball aber dann trotzdem noch zu Jelen. Und er zeigt, dass er einen guten Abschluss hat mit links aus 7 Metern.
Dafür muss man kein großer Künstler sein, um das Ding reinzukriegen. Das war keine besondere Aktion. Und hier sehen wir mal ein ganz gutes Beispiel. Balleroberung in der eigenen Hälfte, da geht's schnell. Jelen auf den gestarteten Dedic, der nimmt den Ball an, hat hier ein bisschen Glück und macht ihn natürlich ganz eiskalt ins kurze Eck. Wie von mir schon relativ häufig erwähnt, der Schuss ins kurze Eck, wenn der Winkel einfach nichts anderes hergibt, ist dieses Jahr ein absolut probates Mittel. Wir haben das Glück, dass uns unser Gegner nicht sonderlich fordert in dem Spiel. Hier Dedic wieder auf Brückner. Brückner, wir verlieren relativ häufig den Ball, aber unser Gegner kann damit nichts anfangen. Dann gewinnen wir ihn meistens relativ schnell zurück. Auch hier aggressives Tackling. Jelen. Und das ist für mich das schönste Tor im ganzen Spiel gewesen. Ein super Pass. Also wenn euch das Tor jetzt, ich habe es zu spät angekündigt, aber das war das allerschönste Tor. Balleroberung, geiler Pass, Heber über den Torwart. Für mich das schönste Tor des Spiels. Guckt es euch gerne nochmal an. Wenn ihr das Video durchgesehen habt, spult es nochmal zurück. Hier seht ihr es auch nochmal. Auch effektiv, wenn der Torwart rausstürmt, kurz bevor er euch erreicht hat, einfach den Heber ansetzen und das klappt relativ gut. Freistoß seinerseits, wir gewinnen den Kopfball und sind dann schon wieder durch. Unser Gegner ist nicht wahnsinnig gut im Verteidigen und Silvester, keine Ahnung, wie man den ausspricht, 1-2 Step-Overs am Torwart vorbei, leere Tor. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. 78. Minute und schon steht es 6-0. Wir schreiben mittlerweile die 90. Minute. Hier war einiges zu sehen im Spiel. Ich habe wirklich fast nur die Tore zusammengeschnitten, weil ich hätte euch so viele Szenen zeigen können. Und auch hier wird er wieder gnadenlos ausgekontert. Dedic läuft aufs Tor zu, hat einen schlechten Winkel, macht den Scoop-Lob rüber auf Jelen. Jelen mit dem Kopf, dann das Ding in die lange Ecke. Der tippt einmal auf und noch einmal, der fällt rein. Jelen fällt auch hin und wir gewinnen dieses Spiel. Hier seht ihr das nochmal, Scoop-Lob, richtig schön gemacht. Jelen köpft ihn ins Tor, der Abschluss war jetzt nicht wunderschön, aber die Vorarbeit war doch erwähnenswert. Upgrade needed gegen Ginger Poops. 7-0. Das sieht ja wohl mal eindeutig aus. Wie gesagt, ich nehme schon mal vorweg, mein Gegner fing dann an, ich liege 7-0 hinten, ich muss jetzt hier ein bisschen rumskillen und zeigen, dass ich doch was kann. Hat ihm leider nichts gebracht und von daher gewinnen wir 7-0 dieses Spiel. Und da es ein Achtelfinale war, wie gesagt, wurde ein Spieler aufgewertet von uns und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wer dieser Spieler sein wird. Einen Moment dauert es noch, bis unser Gegner hier irgendwann mal seinen Frust besiegt und dass wir hier weitergehen können. Jetzt kommt's und das ist Silvestre. War nicht anders zu erwarten, dass es einer von den drei Offensivleuten sein wird, die natürlich wieder wahnsinnig geglänzt haben in dem Spiel. Ich bin froh, dass ich Jelen behalten kann, weil Jelen würde ich unbedingt noch ein paar Spiele antesten. Hoffentlich wird er nicht so schnell bester Spieler. Und Silvestre wird den Verein verlassen und wir werden versuchen, gleichwertigen Ersatz zu finden. So, das war definitiv die letzte Folge für heute. Dadurch, dass ich die heute gebracht habe, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, morgen eine zu bringen. Also seid nicht traurig, wenn morgen keine kommt. Ich habe morgen relativ viel zu tun. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt mir doch ein Abo. Einfach oben rechts einmal klicken und bestätigen. Oder drückt unten auf das Däumchen nach oben für ein Like auf mein Video. Ich sage vielen Dank und wir hören uns bald wieder. Euer Mr. McCauley. Ciao.